Day 3. Selektion. Herzlich willkommen zurück. Ich konnte es doch nicht lassen. Eigentlich wollte ich... Habe ich gestern aufgenommen. Und jetzt wollte ich eigentlich pausieren, aber... Es geht nicht. Ich wollte... Fange ich jetzt Splinter Cell an, dann... Ja, dann bringt das irgendwie gar nichts. Dann spiele ich wieder zwei Sachen durcheinander. Und den Sound müssen wir jetzt schauen. Ob die Musik lauter ist als ich, das sehe ich dann, wenn ich das Video hier fertig habe und ja, das gerendert ist. Okay, legen wir los. Okay. Oh. Ja, kein Wunder. Ich hatte eben gerade schon Angst, dass der Walkthrough jetzt vorbei ist. 30 mal Ammunition. Also er hat gerade nur... Wie heißt jetzt eigentlich? Kann mir mal wer sagen? Hier gibt es doch hier dieses Video drehen. Ihr könnt mir doch in dem Video drunter sagen, wie die ausgesprochen wird. Eier. Eier Popeye. So. Okay. Dann wollen wir uns nochmal das Menü anschauen. Unser Inventar. Wir haben mal wieder Defense plus 1. Zweimal sogar bekommen. Aber das Dumme ist immer, das zu benutzen, weil wir kriegen ja jetzt auch bald mal ein bisschen eine bessere Rüstung kriegen und so. Ich schau mal die Rüstung an, die wir haben. Das P-West 1. Dann hatten wir die SV-West 1, die schlechter ist. Das könnte hier wieder die Defensive raufkloppen, aber ja. Und ich habe natürlich noch nicht nachgelesen, was ich gesagt habe, dass ich mir... Da habe ich jetzt eben gar nicht dran gedacht, scheiße. Ich komme gerade vom Einkaufen, wisst ihr? Und direkt hier von Fernseher, wollte ich gerade sagen. That was a long night. Slept well. You were here all night. I told you to go away. You could have died, you know? Alter, hat der draußen im Schnee gepennt, ey. Scientists can't believe anything without proof. It's just one of those things. And besides, what? Oh, nothing. Ich liebe mein nasales Gerede. Jetzt kommt's gerade wieder richtig durch. Mir tut ordentlich der Gummel weh. Daniel! No traffic, this is the way it ought to be around here. Daniel. So what? What are we sitting around for? We've got a work to do. Daniel, thanks. Alright, we're gonna need some bigger weapons. Yeah, rocket launcher wäre nicht schlecht. There's a gun shop over there, let's stock up. Also ein Waffenshop, will er mitkommen oder er hat gesagt let's. Ja, okay, ich muss alleine gehen. So, ich muss jetzt nur wissen, wo dort drüben ist, wo genau. Weil er guckt ja in die Richtung. Dann muss der ja hier sein. Achso, die kommen automatisch mit, ja. Hervorragend. Ich weiß natürlich auch sehr, was stärkere Waffen heißt. They weren't kidding when they say they'll sell guns here in America. Where are they? This is it. We'll help ourselves to some ammo. Ja, alles klar. All the way, yeah. Daniel, no. Sorry, but it's the only way. Warum? Das habe ich nicht verstanden. Are you really a cop?
We think so, but we don't have scientific proof, if that's what you were asking. Okay, ich habe keine Ahnung, warum sie das gerade gemacht haben. Also eigentlich dachte ich, ich habe gerade alles vernünftig mitgelesen, aber... So, was haben wir hier? Plus Range, plus 2. Ich will das. Alter, ich... Boah, guck dir die Sniper da an. Ups, Tool. Alter, was geht denn jetzt ab, Alter, dass ich hier so aufgestockt werde? Inventory ist voll. Great. Wofür habe ich zum Beispiel einen Theaterschlüssel? Kann ich den wegballern? Nee, kann ich nur moven. Ich habe ja hier diese Weste zum Beispiel, die kann ich discard. Club 2. Das heißt, ich kann auch mein Club wegwerfen. Club 1 weg. Hä? Er hat es automatisch genommen. Move! Ja, wir sollten mal das machen wir gleich. Boom, schon wieder was. Inventory full, right? Nein. Ammo. Okay, das ist gut, die stapelt sich ja. So, jetzt kommt noch Daniel. Der gibt uns noch irgendwas. Habe ich nicht kapiert. Also jetzt habe ich... Die ist neu, ne? Machine Gun. Handgun. Grenade Launcher. Rifle. Das ist das, was wir benutzen. Also ich kann mit dieser Pistole kann ich eigentlich nichts mehr anfangen, aber ich würde gerne mal das Machine Gun erstmal ausprobieren. Das machen wir aber im Kampf. Ich weiß nicht, was ich mit der normalen Pistole machen soll. Ich muss das alles mal ordnen. Ich nehme euch kurz raus und dann packe ich wieder rein. Ich will erstmal alles ordnen, das wird jetzt hier zu lange dauern, euch drin zu lassen. Also wir sehen uns sofort. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mein Inventar geordnet und ich bin jetzt rausgelaufen. Ja, Torres. Ja, ich würde gerne jetzt zu Torres fahren, um mir... um mir meine Waffe aufrüsten zu lassen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich habe keine Ahnung. Hervorragend, okay. Ich würde gerne ins Auto steigen, mein Junge. Wie denn? Guck mal, ich drücke hier die Tasten zum Interagieren, aber es passiert ein Scheißdreck.
Er sagt doch, also dass ich jetzt lachen lesen muss. Come on, get in the car. Ja, ich will, Mann. Komm ich rein, weil du zu fett bist und vor der Tür stehst, die ich nehmen will, oder? Ich habe nur zwei Türen. Und dann müssen wir jetzt den anderen Sack da auch noch fragen. Ah. Okay. Heißt das so viel wie, wir haben so eine Art Bosskampf oder so? So many times of medication and they all seem strong too. Just the smell of this place gives me the creeps. Ja. The door's broken. Wie kommt das? What's up with him? All of a sudden he's happy camper. I won't even stand those scientist types. Nur um mal ein bisschen. Ja, jetzt haben wir hier die nächsten Sachen. Inventory ist voll und bla und blub. Ja. Okay. Ey, sorry. Es ist... Ich versuche jetzt was mit meinen Sachen zu machen. Es tut mir leid. Ich schalte euch nochmal ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Okay, wir sind zurück. Ich hab's mal geschafft. Eine beschissene... eine einzige beschissene... ein beschissenes Tool zu verwenden. Ich habe mir das durchgelesen. Mit den Tools ist das so. Wir können eine Waffe aufbessern. Zum Beispiel, ich nehme meine Pistole. Die habe ich jetzt auch genommen. Hört sich blöd an. Packe die quasi auf das Maschinengewehr. Das Maschinengewehr wird zum Teil aufgewertet. Kann zum Beispiel eine Schusssalbe von 3 auf einmal abgeben. Dafür ist die Pistole aber weg. Also die ist jetzt im Arsch. Die kriegen wir auch nicht wieder. Jetzt müsste ich wieder woanders hinfahren, wo es eine Pistole gab, die ich, glaube ich, weggeschmissen habe. Von daher bräuchten wir da nicht mehr hinfahren. Und ja, warten, bis eine Pistole kommt, eine Waffe und dann habe ich wieder eine. Ich wünsche, das alles mit nach Japan nehmen zu können. Die haben noch viel bessere Medikamente als wir, oder? Ja, Medizin immer. Leider kann ich nicht so viel tragen, wie ich dringend haben möchte, bräuchte. So langsam kommt auch der Zeitpunkt. Wo ich dann besser... Oh, ich hoffe, ihr könnt das nicht sehen, was da eingibt. Oh nein, noch mehr Kisten. Ja. Entschuldigung. So. Ich muss mal ganz kurz was wegmachen. Evade plus 1. Tool. Inventar voll. Gewisse Weise sehr geil, auf eine andere Weise. Macht mir das nur Probleme, weil ich bin gezwungen. Ich weiß nicht, ob ich noch bessere Sachen kriege. Und habe es jetzt alles auf meine aktuelle Rüstung raufhauen müssen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil die haben wir jetzt auch wirklich schon lange. Aber egal. Wir sichern jetzt mal, jetzt wird es nämlich ein bisschen spannend langsam. Ich mache mal auf dem zweiten Slot noch was. So dass wir, wenn ich ein Video fertig habe, immer drauf gucken können, ob was schief gegangen ist. Ich habe keinen Bock, dass wieder so ein zweite Memory Card gleich drin. Dass ich so ein Zeitversatz drin habe, wie gestern mit der Stimme. Bevor das passiert,